Hey ho, YouTube, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt die erste, ja, die erste Folge 25 Minuten lang habe ich bearbeitet. Die erste Folge geht 25 Minuten lang, habe ich bearbeitet. Jetzt ist sie gerade am Hochladen. Ich hoffe, das gibt jetzt hier keine Probleme. Was da ein Löwengard ist und ein orientarischer Krobian. Aber ich glaube, ich soll hier erstmal mit Caves reden. Schön, mit euch sprechen zu können. Ich finde diese Sequenzen herrlich. Träumerin, ich bin Cave. Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr mich hören da drinnen im Traum? Im Traum? Was heißt das? Und wieso seid ihr so durchsichtig? Ich bin in Tyria, einem weit entfernten Land. Bald werdet ihr hier erwachen. Aber im Moment lebt ihr noch im Traum. Ich habe jetzt keine Zeit, euch das zu erklären. Etwas vergiftet den Traum. Vergiftet den Traum? Natürlich, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Aber warum ich? Euer Geist ist stark. Unterschätzt euch nicht. Begebt euch zum anderen Ufer. Wir treffen uns dann dort. Na dann, Case. Auf zum anderen Ufer. So, ich muss jetzt... Kann ich denn hier auch schon irgendwas? Ein Albtraumhund. Na, das hört sich doch... Hört sich doch nicht schlecht an. So, es ist hier nämlich so, in dem ganzen, aha, man kann also auch mal... Diese Hunde sind ein Aspekt des Giftes. Unser Gegner, ich weiß, es sieht finster aus, aber ihr müsst weitermachen. Unsere Zukunft liegt in eurer Hand. Hey. So, da kloppen wir uns jetzt hier einfach mal durchs Gebüsch. Hey. Schön, dass wir reden. Öffne eine Hinweisanzeige. Tipps. Hey, hier unten. Warum ist hier das? Ich gehe einfach mal weiter. Ach so, okay. Bezwingt den Schatten des Bösen, der den Traum infiziert hat. Neues Event in der Nähe. Was haben wir denn? So, um mal ein bisschen Spielenthalt noch. Oh! Um noch ein bisschen spielen halt mal euch näher zu bringen. Ihr habt eine Fähigkeit erlernt. Drachenzahn. Hey. Oh. Okay. So, was bist du denn? Du siehst doch schön aus. Naja. Naja. Ich chill die hier. Ach, ist das geil. Noch heul, du kleine Schnecke, du. Albtraumhund. Machen wir doch erstmal den Albtraumhund. Oh, 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 oh. Was macht der denn hier? Erstmal ausweichen. Was Reichweite? Mensch, sagt das doch. Ach ja. So, immer schön aus den AOEs rausgehen. Schatten. Wenn das nur der Schatten ist, was ist denn dann der richtige Drache? Ich hab ihn getötet! So, und das war jetzt das Tutorial, oder was? So, was diese Zeichen unten sind, das hat Klar aber schon gesagt, das wissen wir noch nie. Das kommt dann sicherlich irgendwann mal. Das... Ja, mal sehen. So. Wo bin ich? Ich kämpfte gegen etwas sehr Böses. Sind wir sicher? Cave? Wo ist Cave? Ich bin nicht nackt. Ruhig, Setzling. Ihr seid gerade erst erwacht. Ihr habt im Traum geschrien. Cave war hier, aber sie wurde zum blassen Baum gerufen. Sie und ich kämpften Seite an Seite gegen das Gift im Traum. Ich sah den Schatten eines schrecklichen Drachen und der Traum forderte mich auf, ihn zu besiegen.
Nur die mutigen Taten der Helden von Königin Salma haben Kryta die Freiheit bewahrt. Oh ja, aber wie fange ich an? Man erwacht doch nicht und kämpft gleich mit einem Drachen. Sag ich doch. Großer Baum. Zur wilden Jagd jetzt schon? Welch gewaltige Aufgabe. Es ist nicht einfach, zur wilden Jagd zu gehören. Tragt diese Bürde mit Stolz. Eine neue Version ist verfügbar. Das Spiel wird in 3 Minuten neu gestartet. So. So, erwache, stumpfer Dolch oder ein Holzfokus. Nehmen wir doch einfach einen stumpfen Dolch und einen Lederbeutel mit 4 Plätzen. So, der Server wird dann also gleich neu gestartet, ihr Pfosten. Vorher gehen wir mal ins H wie Heldenmenü. Und dort können wir einen stumpfen Dolch können wir... Nein, will ich jetzt nicht. So. Fertigkeiten. Ihr habt einen Wegpunkt freigeschalten. Ach Gott, ich bin hier gleich mal ein bisschen überfordert. So. So, jetzt bin ich hier in diesem... In 1 Minute 30 wird der Server neu gestartet. Was ist das denn für ein Filmzeichen hier? Na egal. Öffnet die Hinweisanzeige und alles mögliche zu machen. Ach, das sieht doch hier schon schön aus. Gut, aber bevor jetzt hier der Server mich noch rauskickt und ich das Let's Play damit beenden muss, bin ich in 3 Minuten, je nachdem wie lange das Update da, bin ich wieder da. Und dann sehen wir uns wieder und bis gleich, wieder schauen und reingehauen. In 1 Minute wird neu gestartet. Bis dahin. Ciao, ciao. So Leute, Update ist geladen. Ich habe jetzt schon ein so ein Teil da unten, freue ich mich schon gerade richtig. So, und jetzt geht's nämlich in die richtige Welt. Ich habe gerade nur den Traum überwunden. Irgendwie komisch war, der war in 2 Minuten fertig. Ist ja auch egal. Und jetzt geht's hier an Hainhüter Bedarfsoffizieren. Lebt gut. Oh gut, ich habe meinen Traum. Ich habe genau das Richtige für euch. Ich nehme das und nun geht und sprecht mit Hüterin Arondella am Ende des Pfades in eurer Linken. Sie wird euch helfen, euch zu orientieren. Was hab ich denn jetzt bekommen? Verzeiht, ich würde euch gern sprechen. Ach, ich habe heute einen Niesen, das ist schlimm. Ach, Kunde. Ja, da unten im Chat, wenn man das sieht, da ist, hat mich jetzt Clava die ganze Zeit zugeschrieben. Willkommen in Astoria. Wisset, dass ihr auf eurer Reise ins Unbekannte nicht allein seid. Sucht Rat bei denen, die sich hier niedergelassen haben und helft ihnen in ihrer Zeit der Not. Ihr wählt den Weg, der vor euch liegt. Das ist schön. Naja, ist jetzt... Ah, da oben noch das kleine Herz, ja, und... Unterwegs werdet ihr fantastische Asura-Wegmarken finden, mit denen ihr, gegen eine kleine Gebühr, das Land schnell durchreisen könnt. Ich freue mich für euch. An den Herausforderungen da draußen werdet ihr wachsen und gedeihen. Genießt das Abenteuer! Okay, helft den Bewohner des Kalidon-Waldes. Hey, King Socke. Ha, ich freue mich schon. Da sieht man mal wieder, was gibt, was zwei für eine Wirkung auf seine Spieler hat. Ja, ja, komm jetzt, ja. Grün nochmal auf. Ein Bonus-XP. Wow. So, mit dir kann ich also reisen. Will ich aber gerade nie. Da hinten sieht es aus, als würde es in die Indie gehen. Da wollen wir auch noch nicht hin. Da gehen wir doch jetzt einfach mal irgendwo rekruten. Gehen wir doch jetzt einfach mal hier hin. Messmer-Trainerin. Gibt es ja auch denn eine Elementarmagierin? Trainerin.
Irgendwo. Ah, freut mich auch. Wildheit. Vollständigkeit. Kalidonwald. Was bist du da? Elementarmagier, Trainerin. Sehr gut. Es kann losgehen. Zeigt mir eure Handbücher. Kann ich mir natürlich alles noch nie leisten. War ja auch klar. Das sind dann wahrscheinlich die Bücher gerade, die ihr gesehen habt, zu irgendwelchen weiteren Trainingsmethoden. Das mal alles später sehen. Er sucht, der findet. So. Wem kann ich denn jetzt hier helfen? Ein Handelsposten. Noch ein Handelsposten. Ganz viele Handelsposten. Ich will jetzt aber keinen Handelsposten, ich will leveln. Helft dem Bewohner des Kalidonwaldes. Die Verdenz entdeckt. Mist! Die Lampen der Stadt sind erloschen. Wir brauchen Leuchtfeber, Leuchtmittel, um das zu beheben. Was brauchst du? Ein bisschen Arbeit, damit die Stadt wieder erstrahlt. Ja, hier komm. Ich verteidige diesen Ort. Ich brauche mehr Leuchtmittel für die Lampen der Stadt. Nutzt den Moment. Aha, Leuchtmittel. Wir kämpfen hier gegen Alkohol. Leuchtkäfer. Stirb doch. Bam! Hammer. Ein Bonus-XP. Kann ich aufnehmen, du Schwein.